Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subnautica. Wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts, denn hier ist scheiße dunkel. Wir befinden uns aber knapp an der Oberfläche. Und wir hatten ja in der letzten Folge die Verstrickungsplattform markiert. Und ich werde erstmal zurückfahren. Das ist die Aurora dort links. Das sieht man an dem Feuer. Weil ich habe mir jetzt mal eine Karte aufgemacht, die ich euch theoretisch einblenden könnte. Aber ich muss mal schauen, wo ich die hinpacke. Hold up. Also wir fahren jetzt gerade Richtung Süden. Weil die Karte, die ich habe, müsste ausgenordet sein. Weil auf dieser Karte sieht man halt die Crash Zone, die Bulb Zone, was dann wahrscheinlich der Bereich ist, wo diese roten Blutblasen sind. Dort hat man halt auch die ganzen Namen von den Gebieten, weil das hier ist zum Beispiel jetzt die Grassy Plateaus. Also das, wo dieses rote Gras ist. Das hier ist der Kelp Forest, also der Seetangwald. Oh, Band. Und mit dieser Karte dürfte man sich etwas besser orientieren können. Ich glaube, der Spawnpunkt ist immer relativ mittig von der Karte. Nicht die perfekte Mitte. Aber halt ungefähr immer der gleiche Punkt. Hier überschneidet sich halt der Kelp Forest mit den Grassy Plateaus. Wir haben diesen Mushroom Forest direkt vor uns. Heißt, wir dürften irgendwo dort sein. Das heißt, in die Richtung müsste die Aurora irgendwo sein. Ja. Richtung, na, fast ziemlich genau Richtung Osten. Wo wir auf den Arsch gucken. Und weiter Richtung. Interessanterweise weiter Richtung Norden sieht man dann das. Sieht man die Spitze. Ich möchte. Ey! Ich brauche das Ding oben drauf. Weil dort ist die Verstreckungsplattform. Die ist Richtung Norden. Die ist dann wahrscheinlich in den Mountains. Weil wir haben ja in unserem PDA hier mal geschaut. Wo waren das? Fremde Daten. Nee. Da, Standorte der fremden Einrichtungen.
haben wir halt im südwestlich, das hier ist. Okay, da steht nicht direkt, wo es ist. Aber wir haben zum Beispiel schon mal zwei Orte, an die wir gehen können. Standort-Höhlensystem mit beträchtlicher Fossilienvorkommen südwestlich der Vollstreckungsplattform. Die Vollstreckungsplattform ist Nord-Nordost. Also müssen wir nach Süd-Südwest. Ungefähr. Also irgendwo so in dem Bereich hier. 800 Meter, aber wir sind. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Machen wir uns hier erstmal ein bisschen Fisch. Okay, ich hab Horn. Sogar noch aktiv. Die beiden sind voll, das ist gut. Ich druck mir mal eben was zu essen. Jetzt habe ich kein Salz mehr. Haben wir ja aber hier noch ein bisschen. Dann haben wir hier noch schnell ein bisschen gekocht. Also das ist gekochte Zeug. Ah, einen könnte ich noch kochen. Ich glaube sogar Wasser ein bisschen mit zurück. So, damit hätten wir das. Wir haben aber immer noch zwei Energiezellen, die geladen werden müssen. Vielleicht sogar noch mehr. Das heißt, wir bräuchten eigentlich halt noch mehr Module, ja. Haben wir noch Lithium. Maschineneffizienzmodul. Weiß ich gar nicht, ob wir das noch haben. In unserem wunderschönen Zyklop. Systems online. Hier müssen wir auch noch den Krebs einbunkern. So, wir haben Tiefenmodul, Sonar. Maschineneffizienz. Jetzt bei 300%. Jetzt rausnehmen. Nur 100. Das heißt, wir kommen dreimal weiter. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr 6 Energiezellen drin, sondern rein theoretisch 8. Nee. Rein von der Rechnung her. Also Energie wird halt nicht mehr ganz so schnell aufgebraucht.
weichen wir hier ein Stück nach vorne. Dass wir den Krebs mal einbunkern können. So, wir sind über der Basis. Außenkamera, ja, wir können hier noch ein Stück rüber. Wer ist jetzt kaputt gegangen? Irgendwo sind wir doch gerade rangekommen. Na, keine Ahnung. Welcome aboard, Captain. Und schon haben wir den Krebs hier unten eingebunkert. Flashkörper haben wir keine. Ja, 200, gut. Im Endeffekt bereiten wir uns jetzt halt auf die Reise vor, um... Oh ja, wir haben sogar noch hoffen, weil es gepökelt ist. Das ist gut. Hier haben wir noch Metallschrott. Kann ich noch Wasser mitnehmen? Halt. Seite leer und hier drin haben wir ein paar Erze. Kann ich aber in die Medikits reinpacken. Die Schubkanone. Klar, ein paar Ressourcen können wir wahrscheinlich unterwegs auch gebrauchen. Dann Salz, hier ist Blei. Blei haben wir auch erstmal ganz gut was. Schauen wir mal, ja. Der Titan. Ja. Perfekt. Ein bisschen Kupfer und Salz. Salz hier rein. Hier drin hatten wir ja unser ganzes Edelzeug. Das ganz bessere. Kupfer haben wir halt sehr wenig, leider. Du bist voll, dann kannst du da schon mal rein. Der Bioreaktor ist noch aktiv. Aber der hat auch nicht mehr viel. Gehen wir dem mal was Neues holen. Ey. Ich weiß gar nicht, ob ich die da reinpacken kann. Das sind ja die der Spatenfisch. Einheimische Lebensformen. Ihre. Spatenfisch. Einzelnes Auge, fleckig grüne Färbung, Verhalten, ist essbar. Mittelgroßer Pflanzenfresser in tieferem Wasser vorkommt.
Das ist natürlich auch interessant. Er hat nur ein Auge, welches nach oben ausgerichtet ist, deswegen schwimmt er in der Nähe vom Meeresboden. Spatenfische neigen zu Bewegungen in lockeren Schwärmen und ergreifen trotz ihrer niedrigen Geschwindigkeit notwendige Maßnahmen, um hartnäckige Raubtiere zu meiden. Man kann echt einiges hier über diesen Planeten lernen. Ein. Werdet schön zu Biomasse zerrührt. Den Raum würde ich eigentlich auch gerne mehr nutzen. Einen Glubscher haben wir hier noch. Ich hätte ja auch gerne dieses Zuchtbecken mal gehabt. Sieht man sogar diese unterirdischen Höhlen. Dieses Pilzgebiet. Du bist voll. Was können. Haben wir noch irgendwas im Inventar, wo wir jetzt den Akku mal wechseln wollen? Stoßkanone und Laserschneider. Jetzt haben wir keine volle mehr. Laden wir mal schnell die hier auf. Die ist ja dann gleich voll. Wenn die voll ist. Ich weiß, wenn es schneller geht, wenn ich die hier rausnehme. Besser schnell lädt das Ding jetzt auch nicht. Lade die schneller. Großer Raum, Mehrzweckraum, Glaskuppel, große Glaskuppel. Lebende Wände finde ich halt cool. Ja, Lebensform, Zuchtbehälter, Bestandteile unbekannt. Das finde ich nervig. Beetkasten. Können wir uns Pflanzen anbauen? Nichts dabei. Hat er hier unseren Bioschrank. Samen der roten Wiege. Nehmt das hier mal mit. Ich hab bedrückt vorher, deswegen bin ich auf das Skip gegangen. Ja.
In dem können wir nichts anbauen, was wir hier haben können. Dann schauen wir mal. Außenelemente. Außenbettkasten braucht 2 Titan. Könnte ich immer Wasser holen. Dann da hier oben drauf Platz. Farming alien plants is a proven survival strategy. Craig McGill survived 47 months on a healthy, raw salad of live tree roaches and stank root. Da wachsen sie, die kleinen. Nett. Hätten wir auch mal was angepflanzt. Welcome aboard, Captain. So, du bist voll. Einen haben wir dann noch. Vorschuss, aber den nehme ich mal nicht mit. Danke. Die 4 warten wir jetzt noch ab. In der nächsten Folge können wir uns dann mal auf den Weg machen. Welcome aboard, Captain. All systems online. Das heißt, das Schiff ist aufgetan. Wir haben 100% Integrität. Engine powering down. Was jetzt noch interessant wäre, wären halt die Module. Könnten eigentlich jetzt lang? Ja, gut, man. Jetzt fehlt uns halt noch dieses Thermo-Ding. Das haben wir ja. Effizienzmodul. Seek fluid intake. Ja, das können wir gerne machen. Baupläne. Jetzt mal alle löschen. Krebs. Als Club Wärme. Da brauchen wir halt Kyanid. Da müssen wir jetzt gucken, wo wir das herkriegen. Da brauchen wir nur das, dafür brauchen wir diese erweiterten Kabelsätze. Können wir ja noch schnell gucken, ob wir das hinkriegen in den nächsten Minuten. Was ich nur noch kurz schauen will. Wir kommen auf 900 Meter, sehr gut. Wenn man hier nicht reinkommt. So, die erweiterten Kabelsätze. Warum Kabelsätze? Computerchip. Computerchip haben wir einen, wir brauchen aber 2. Also nehme ich das nochmal mit. Und dann brauchen wir einen. Ne, wir brauchen nur einen. Hä? Normaler Kabelsatz. Brauchen wir gar nicht, ja.
brauchen nur den Kabelsatz und für den brauchen wir Silber. Oder habe ich jetzt gerade was Falsches gemacht? Vital signs stabilizing. Ich habe bald alles voll. Wir werden das machen. Klar, der Schildgenerator. Muss ich gucken, wie ich Polyanilin herstelle. Aber Nickel haben wir noch nicht. Polyanilin, Gold und Salzsäure. Salzsäure war aus Tiefenpilz und Salz. Das könnten wir so machen. Wir haben Gold. Wir haben Salz. Und wir haben Tiefenpilze ja mal ein paar mitgenommen. Ich brauche dreimal Polyanilin. Das heißt, ich brauche dreimal Salzsäure. Salzsäure braucht aber viele Tiefenpilze, also müssten wir dort dann eventuell mal welche holen. So, dritte Salzsäure. Dann Polyanilin herstellen. So, dann brauchen wir den erweiterten Kabelsatz, den wir aus Silber herstellen. Das Gold schon mal zurück. Silber haben wir noch ein bisschen. Haben wir den. Dann brauchen wir halt noch das Kyanid. Jetzt bräuchten wir den erweiterten Kabelsatz. Brauchen wir nochmal Gold. Nehme ich mir nochmal zweimal Silber mit und das Gold. Können wir uns den erweiterten herstellen und den normalen. Ja, dann kann der hier nämlich eigentlich auch raus. Dann brauchen wir noch eine Energiezelle. Und halt das Kyanid. Aluminium, Silizium und Sauerstoff. Wenn SI Silizium war. Da war es SL? Metallurgie. Dann ist es ja. Was dürfte Silizium sein? Weil es ist ja auch so ein Kristallgedöns. Silizium sind ja auch Kristalle. Und hier ist Batterie und Silikon. Die haben wir ja. Silikon haben wir auch. Nehme ich mir mal die hier mit und eine hiervon. Eine Energiezelle. Dann können wir das Schild machen und müssen nur noch 4 Kyanid finden, damit wir das Wärmemodul machen können. Jetzt noch die Frage, wo baue ich das Ding? Ja? Ne, sehen wir das. Perimeter-Abwehrmodul. Da wollte ich nicht hin. Nein, wir bauen das auch nicht. Dann war es hier drin, wo wir es herstellen. Ein Schildgenerator und dann brauchen wir bloß noch die 4 Kyanid.
Jetzt haben wir auch noch ein Schild. So, und mit 4 Kryanit, wo ich dann jetzt zwischen den Folgen nachschauen werde, wo wir das herbekommen, können wir uns dann sogar noch eine Anlage machen, dass, wenn uns die Energie ausgeht und wir uns in heiße Gebiete begeben, dass wir Energie zurückgewinnen. Und ich muss sagen, was ich vorher eigentlich noch gerne haben würde. Ich weiß nicht, seht ihr das hier? Ja, das seht ihr. Wenn wir uns ja... Wo war es hier? Notizen. Ach, hier. Ah, haben wir ja sogar noch eine Notiz drin. Und zwar hätte ich gerne... plus 6... Oh, wow. Caps Lock an. Wenn wir seid groß. Plus 6 Energiezellen. Das ist dafür, also die Energiezellen sind halt hier oben, die Dinger. Ich hätte halt gerne 6 weitere hiervon. Die würde ich mir dann hier irgendwo einlagern, damit wir einmal noch mehr Energie zur Verfügung haben für unterwegs und dass wir, wenn es dazu kommt, dass wir in heiße Gebiete müssen, haben wir Reserven, mit denen wir hoffentlich bis dorthin kommen und dann alles wieder auffüllen können. Das ist der Plan. Aber erstmal verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.